Reden wir heute darüber, wie eigentlich eine unabhängige Vermögensverwaltung funktioniert. Das wollen wir tun mit Johannes Hirsch von Antea. Herr Hirsch, gehen wir mal davon aus, wir haben eine große Erbschaft gemacht, viel, viel Geld auf dem Konto, aber Minizinsen auf dem Tagesgeldkonto, 0,5% oder vielleicht sogar noch weniger. Was kann ich denn dann machen? Das Problem ist eines, mit dem derzeit sehr viele kämpfen. Es gibt die Möglichkeit, das zu machen, was wir eigentlich gewohnt sind, was wir vor 10 Jahren vielleicht noch gemacht haben, dass man dann irgendwie so etwas wie festverzinsliche Papiere kauft. Das Problem ist, die Zinsen, die man dort bekommt, sind niedriger sogar als die Inflationsrate. Die 0,5%, wenn wir die Inflationsrate deutlich über 1 haben, vielleicht auch über 2, dann gleicht das nicht mal die Inflationsrate aus. Das heißt, es ist schon eine Herausforderung, das Vermögen überhaupt zu erhalten nach Abzug von Steuern und Inflation. Wenn man dann noch sagen möchte, man möchte auch tatsächlich einen Zuwachs erreichen, bedeutet es, dass Kursschwankungen akzeptiert werden müssen. Kursschwankungen ist ein neutraler Begriff, die können in beide Richtungen gehen. Wenn sie nach oben gehen, dann klagt eigentlich niemand. Schwieriger wird es, wenn sie nach unten gehen. Das ist etwas, was man dann mit einkalkulieren muss, dass das ist. Wichtig ist, dass es solche Papiere sind, bei denen man davon ausgehen kann, dass Rückgänge nur vorübergehender Natur sind. Machen wir es doch einfach mal ganz praktisch, Herr Hirsch, und versuchen zu erklären, was passiert, wenn ich jetzt zu Ihnen komme. Also ich habe eine Erbschaft gemacht, komme zu Ihnen und möchte mich von Ihnen beraten lassen. Was tun Sie dann als Erstes mit mir? Wir sprechen miteinander über Ihre Ziele. Wofür ist das Geld überhaupt da? Was haben Sie damit vor zu tun? Dann passen wir das eben an. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und dann sagen Sie, ja, ich habe Bauchschmerzen. Dann sagen Sie dem Arzt, ich habe Bauchschmerzen. Dann ist es Aufgabe des Arztes herauszufinden, was ist die richtige Medizin, die da anwendet. Und in der Richtung läuft das, wenn Sie sagen, mir Ihre Ziele formulieren, dann ist es mein Job, dafür die richtige Vorgehensweise zu finden, dass Sie Ihr Ziel auch tatsächlich umsetzen können. Das ist das, was inhaltlich passiert. Die Betreuung und das Arrangieren der Veränderung, das ist etwas, was wir von hier aus vornehmen können. Tatsächlich müssen die Mittel aber irgendwo auch verwahrt werden. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Bankverbindung, über die wir miteinander sprechen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Bankverbindung, dort lagern diese Sachen. Das läuft auf Ihren Namen, das Geld. Also das Konto läuft auf Ihren Namen. Das gehört weiterhin Ihnen. Ich habe dabei lediglich eine Vollmacht dahingehend, dass ich für Sie kaufen und verkaufen kann. Aber jeder ist ja in einer anderen Lebenssituation. Älter, jünger, braucht das Geld zu einem gewissen Zeitpunkt. Wie individuell beraten Sie dann oder haben Sie da fertige Konzepte in der Schublade? Das wünschen sich einige Leute immer, dass wir da fertige Konzepte haben, denn dann könnte man sagen, ja gucken Sie mal, das ist eine Broschüre und wir gehen nach Schema X, Y oder Z vor. Das ist unser Ansatz nicht. Wenn wir miteinander sprechen, dann bedeutet das immer, dass ich mit einem leeren Block Papier zu Ihnen komme, Ihnen zuhöre und dann mir die Sachen aufschreibe. Und dann ist das etwas, was wir spezifisch auf Sie zuschneidern. Und das ist dann komplett unabhängig, wie der Name unabhängiger Vermögensverwalter sagt, oder verfolgen Sie da selbst irgendwelche Interessen? Wir verfolgen das Interesse erstens, dass Ihr Vermögen sich möglichst gut entwickelt. Nicht aus Gutmenschenart heraus, sondern wir werden auch bezahlt danach, wie viel Vermögen es ist und wie sich das entwickelt. Das heißt, wir verfolgen auch das Ziel, Geld zu verdienen. Also unter karitativen Gesichtspunkten arbeiten wir noch nicht. Aber wir verfolgen schon das Ziel, dabei auch Geld zu verdienen. Aber wir werden eben von Ihnen bezahlt. Von niemand anders als von Ihnen werden wir bezahlt. Und damit haben wir eine Interessensgleichheit, weil je mehr das Vermögen wächst, umso mehr freuen Sie sich und umso mehr freut sich auch unser Eins, weil dadurch unsere Einnahmen auch steigen. Das ist der unabhängige Ansatz. Und breit streuen bei der Geldanlage ist Pflicht dann auch für Sie? Definitiv. Es bleibt einem ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Denn wenn man eben früher gesagt hat, man kauft irgendwelche festverzinslichen Papiere, dann stellt man eben fest, ja, es bleibt eben nichts übrig nach Abzug von Steuern und Inflation. Der Grundgedanke bedeutet, man muss die Schwankungen akzeptieren. Derjenige, der die Schwankungen außen vor lassen will, der hat schon verloren. 10% Rendite pro Jahr ist sicherlich der Wunsch für viele, kaum mehr machbar in Zeiten von Niedrigzinsen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich will mindestens 10%, was machen Sie denn dann mit mir? Schicken Sie mich wieder nach Hause?
dann überlegen wir, was die Ursache dafür ist, dass Sie die 10% haben wollen, wofür Sie die brauchen. Wenn sich dann am Ende herausstellt, Sie sind angewiesen darauf, dass es 10% werden und dass das eine Klausel ist, an der Sie sehr hängen, dann müssen wir sagen, da werden wir Schwierigkeiten haben, zusammenzukommen. Ich bin dafür zu sagen, was kann man realistisch erreichen. Ich will keine Hirngespinste da irgendwo erwecken. Also eine ganz ehrliche Beratung, eine transparente Beratung für jeden Kunden, der zu Ihnen kommt. Das sagt Johannes Hirsch von der Antea zum Thema unabhängige Vermögensverwaltung hier bei Ihnen in Hamburg. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.